Gut, wir sind jetzt beim Üben. Gegeben ist ein Fußballstadion und ich sage mal, diese Länge ist 100 Meter lang und das ganze Ding ist 100 Meter breit. Ich weiß nicht, ob das jetzt die richtigen Abmaße eines echten Weltmeisterschaftsstadions sind, das ist mir jetzt egal. Und ich möchte jetzt Folgendes, und zwar, ich möchte die Fläche, die hier insgesamt, wenn ich die mit Rasen besäen würde, ich mache den Rasen mal gelb, weil es so warm ist, ist ja schon vertrocknet. Wenn ich die mit Rasen besäen würde, diese Gesamtfläche, die möchte ich haben. Wie gehen wir jetzt ran? Das diskutieren wir mal durch und dann wissen wir weiter. Also gesucht ist A Gesamt. Jetzt gibt es schon Ideen. So, schön. Kamen wir aus der Pistole geschossen und das als Anfangsaufgabe finde ich das schon toll. Und zwar, ich mache hier einen Gedankeneinstrich und hier einen Gedankeneinstrich, wo die Kurven aufhören. Und jetzt, wenn ich das schön gezeichnet hätte, auch recht schöner gezeichnet hätte, würde Folgendes passieren. Dann habe ich nämlich hier links diese Fläche, die mache ich mal wieder blau, hätte ich hier links einen halben Kreis und hier rechts einen halben Kreis. Und wenn ich die zusammenschiebe, dann habe ich einen ganzen Kreis. Jetzt muss man bloß noch eins wissen. Was sind denn die 100 Meter? Was ist denn das dann? Also A Kreis. Was sind denn die 100 Meter? Ah, ich sehe es schon. Sag mal. Genau, das ist der Durchmesser. Das ist D. Achso, wir sind ja schon mitten im Lösungsverfahren. Und jetzt bleibt noch ein Rechteck übrig. Ich glaube, da brauche ich gar nicht zu fragen. Das mache ich mal in diesem Fall grün. Lustigerweise ist es ein besonderes Rechteck, denn hier unten steht 100 Meter und hier steht 100 Meter. Obwohl ich das extra mal ein bisschen blöd gezeichnet habe. Und es hat rechte Ecken, bis dahin gut. Und wenn das gleich ist, dann kann ich auch sagen, es ist ein Quadrat, ne? Gut. Jetzt müsste klar sein, wie es weitergeht. Wir sehen uns dann in der Lösung wieder. Ihr seid dran. A Gesamt ist gleich und so weiter. So, jetzt ist diese Klasse knallhart rangegangen. Gucken wir nochmal. Das Gelbe, das schreibt man grundsätzlich als Idee hin. Wie wird es später gehen? Das schreibt man immerhin, das hier. Und dann sagt man, entweder ich ersetze das gleich durch die richtigen Formeln oder ich rechne die einzeln aus und zähle sie später zusammen. Diese Klasse ist knallhart. Die haben gesagt, wir nehmen gleich diese Variante. Haben alles eingesetzt, eingetippt, fertig. Das ist die Lösung dafür. So, dieses Video, das machen wir jetzt dicht. Das mag mal als kurzes Beispiel genügen. Es gibt noch viel mehrere von der Art und Weise. Das müssen wir nicht unendlich ausdehnen. Also, schönes Wochenende.